Ja, bin gebeten worden, es auf Deutsch zu machen. Ich habe einen Conflict of Interest mit diversen Gerinnungsfirmen schon zusammengearbeitet. Wir haben auch ein Patent auf Endothelzellen in viskoelastischen Tests. Ich habe auch einen zweiten klinischen Conflict of Interest, weil ich arbeite in der präklinischen Notfallmedizin, wo ich mir im Schockraum nicht blöd anquatschen lassen möchte. Das heißt, ich tendiere eher mehr Volumen zu geben, damit der Patient stabil reinkommt. Als Anästhesist möchte ich schauen, dass der Chirurg ein trockenes Feld bekommt. Da gebe ich relativ viel gerinnungshemmende Substanzen. Wenn es der Patient auf die Intensivstation schafft, dann mache ich mir schon Sorgen über die Antikoagulierung. Und grundsätzlich habe ich ein großes wissenschaftliches Interesse. Ist irgendjemand nicht von Österreich hier? Somewhere not from Austria. Okay. Und das Wichtigste ist, in Österreich haben wir diese international verfügbaren Massivtransfusionspackages nicht. Und wir haben auch kein Kryopräzipitat. Und das ändert im Management einiges. Ich möchte in den nächsten 25 Minuten, dass Sie mit diesem Wissen hinausgehen, ein bisschen Pathophysiologie über die Gerinnung im Trauma, was sind die wichtigsten Zutaten, die wir brauchen, was sind unsere Therapieoptionen, sollen wir Gießkanne machen oder sollen wir gezielt hineingehen. Wenn wir eine Notfallsituation haben, das ist übrigens mein Hintern, dann fliegen wir den Patienten ins Krankenhaus, der Patient ist möglicherweise schwerst verletzt, die Chirurgen steigen ein, es blutet mehr und mehr. Und wir müssen transfundieren. Das ist hin und wieder gelebte klinische Realität. Und dann müssen wir uns fragen, warum blutet der Patient? Ist es etwas, wo wir den Chirurgen brauchen, der seinen Finger in die Wunde hineinhält und das zunäht? Oder hat es irgendeinen anderen Grund? Ja? Ist irgendwas mit der Blättchenfunktion? Ist irgendwas mit der Thrombingenerierung? Passt irgendwas mit der Qualität des Klotz nicht? Mit der Stabilität nicht? Hat der Patient irgendwelche Vorerkrankungen, die wir nicht kennen? Oder nimmt er gar irgendwelche Medikamente? Und dann müssen wir überlegen, anfangen, Gerinnung, das war was. Das haben wir gelernt in der Physiologie, das haben wir gelernt in der Pathophysiologie, das haben wir für die Interne noch einmal gelernt, das haben wir für die Facharztprüfung noch einmal gelernt. Und wir haben es immer wieder vergessen. So irgendwie haben wir das einmal gehabt. Und mir war relativ lange gebraucht, um es mir zu merken. Die schlechte Nachricht ist, dass vor 15 Jahren dann Hoffmann und Monroe dahergekommen sind und gesagt hat, stimmt alles so nicht. Ja? Wir müssen ein neues Modell uns überlegen. Und ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt einfach in 2-3 Minuten nochmal durch, wie Gerinnung für das, wie wir es in der Notfallmedizin, im OP brauchen, beim Trauma brauchen, funktioniert. Ganz schematisch dargestellt, wir haben das Blutgefäß, hier fließt das Blut durch, ganz mechanistisch, wir haben eine Wunde, die Blättchen kommen daher, dichten das primär ab. Parallel dazu läuft die Thrombingenerierungskaskade. Das Ziel ist letztlich, genügend Thrombin zu generieren, dass das Fibrinogen in Fibrin spaltet und das Fibrinnetzwerk sich über diesen Clot drüber stülpt und das ganze Quervernetz stabilisiert. Und dazu brauchen wir auch noch Faktor 13. Ist eigentlich relativ einfach. Jetzt sind wir schon bei den Zutaten. Wir brauchen Blättchen, wir brauchen Thrombingenerierung, wir brauchen Fibrinogen und wir brauchen Faktor 13. Das Endothel spielt natürlich auch eine modulierende Rolle, weniger jetzt als etwas, was wir dazu tun können, aber wo wir wissen müssen, dass wir es brauchen. Das ist sozusagen die physiologische Gerinnung. Und im Trauma oder auch im Schock haben wir eine Form der sogenannten TIC, Trauma-Induced Coagulopathy, und da kommen jetzt auf einmal andere Mechanismen dazu. Und wenn wir einen Patienten im Schock haben, der hyperperfundiert ist, der eine Hypoxie hat, der Katecholamine ausschüttet oder es auch von uns bekommt, dann passiert Folgendes, dann moduliert das Endothel das Thrombomodulin hoch, das fischt sich das Thrombin her und dieser Komplex aktiviert das Protein C. Und das aktivierte Protein C schnappt sich das Protein S und dieser aktivierte Komplex reguliert uns jetzt die Thrombingenerierungskaskade runter, indem es sozusagen immer Faktor 5 und Faktor 8 angreift. Was es auch noch macht, ist, dass das Endothel, was auch in dieser Hypoxie, in der Hypoperfusion vermehrt TPA ausschüttet und dieses TPA das Plasminogen in Plasmin abspaltet, ist ja die Wirkung, dass dieser Komplex den Inhibitor des TPAs runterreguliert, es zu noch mehr TPA-Wirkung kommt und letztlich dieses Plasmin beginnt uns den Clot aufzulösen, die sogenannte Hyperfibrinolyse. Es entstehen auch Fibrinabbauprodukte. Und was
kann dann eben noch passieren. Diese Fibrinabbauprodukte hemmen uns grundsätzlich die Fibrinbildung. Das Plasmin selber kann sogar fibrinogen lysieren. Und, das ist ganz wichtig, Plasmin interferiert auch mit der Blättchenaggregation. Was sind generell so die, ja, sagen wir jetzt die schlechten Zutaten, womit können wir Gerinnung im Trauma beim blutenden Patienten schlechter machen? Das ist zum Beispiel mal der Verlust der Gerinnungsfaktoren, weil wir einfach Blut verlieren, das heißt, die Gerinnungsfaktoren gehen nach außen hin und sie werden verbraucht im Wundgebiet. Das ist die Dilution der Gerinnungsfaktoren, indem wir dem Patienten Flüssigkeiten geben, Kristalloide oder ich sage jetzt noch schlimmer Kolloide, weil die dann schon wieder direkt mit der Gerinnung interferieren. Das ist die Dysfunktion der Gerinnungsfaktoren, der Enzymfunktion durch die Azidose und die Hypothermie. Und das ist im schlimmsten Fall eben die Hypoperfusion und das Gewebetrauma, was diesen Protein C Pathway aktiviert und zur Hyperfibrinolyse führt. Gehen wir zu diesem schlimmsten Fall. Hypoperfusion führt zur Hyperfibrinolyse. Die Bilder, die Sie hier sehen, sind gar nicht von einem Traumapatienten, das ist aus einer Reanimationsstudie. Die Patienten sind eben nicht verunglückt, sondern sie hatten einen Herzstillstand. Das wurde in Salzburg vom Herbert Schöcher und unserer Gruppe und auch von den Niederländern und Christa Buhr angeschaut. Ein Großteil dieser Patienten ist hyperfibrinolytisch. Und das sind die Patienten, die wir früher im Kreislaufstillstand versucht haben zu lysieren. Die Studie hat nicht funktioniert, weil die meisten Patienten sich eh schon selber lysiert haben. Im Trauma ist es so, dass die Fibrinolyse, Hyperfibrinolyse häufiger vorkommt, als wir gedacht haben. Sie hat ungefähr eine Inzidenz von 2-7%. Sie hängt natürlich auch von der Art des Gewebetraumas ab, von der Art des Schocks, von der Hyperperfusion, und sie hat eine sehr hohe Mortalität. Brian Cotton aus der Houston Group hat sich das auch bei 2000 Patienten angeschaut und die hatten bei diesen 2000 Patienten in 2% eine Hyperfibrinolyse gefunden und die Patienten, die eine Hyperfibrinolyse hatten, hatten eine hohe Mortalität. Und die klassischen Kriterien, die wir früher verwendet haben, mit dem TEC-ROTEM, mit der Maximumlyse von 15%, das musste man immer weiter nach unten revidieren, weil selbst kleinere Lysen in den viskoelastischen Tests eben schon mit einer massiven Mortalität einhergehen. Die gute Nachricht ist, Tranexamsäure, Cyclocarbon bei uns, ist im Prinzip die Magic Bullet, die wir derzeit haben, ist leicht zu transportieren, ist günstig, können wir auch in der Präklinik mitnehmen, gibt eine große Studie, die Sicherheit geboten hat und es reduziert die Mortalität. Was wir auch gelernt haben, ist, wir müssen es eben frühzeitig geben, innerhalb der ersten 3 Stunden. Muss man auch dazu sagen, ein Patient, der die ersten 2-3 Stunden überlebt und nicht ausblutet, da passieren die meisten Todesfälle eben bei den blutenden Patienten, hat offensichtlich eh schon diesen Threshold, also diese Schwelle überschritten. Wir wissen aus der militärischen Applikation von Tranexamsäure, also auch im Prinzip präklinisch, dass es zu einer deutlichen Reduktion mit Tranexamsäure der Mortalität kommt und auch zu einer Reduktion der Massivtransfusion. Wir wissen, dass wenn wir zusätzlich Kryopräzipitat dazugeben, was eine Quelle von hohen Fibrinogenspiegeln ist, es die Mortalität noch weiter reduziert. Und es läuft derzeit in Australien bzw. Überhaupt weltweit die PATCH-Study, die wirklich jetzt doppelblind randomisiert das Tranexam, also Tranexamsäure in der Präklinik untersuchen. Auf die Ergebnisse können wir dann sehr gespannt sein. Wenn wir jetzt eine Blutung haben, wo wir vermuten, dass es eine Gerinnungsstörung dahinter steht, gibt es grundsätzlich 2 Wege, wie wir drangehen können. Wir haben letztes Jahr einen Review-Artikel in Anesthesia veröffentlicht, wo es so gegenübergestellt worden ist, der europäische Perspektive versus der amerikanischen Perspektive, wiewohl es natürlich genügend Zentren in Europa gibt, die es ähnlich machen. Der Amerikaner, Richard Dutton, hat gesagt, sie verwenden prinzipiell diesen empirischen One-to-One-to-One-Approach, eben von Plasmen, von Erythrozentraten und von Platelet Concentrates und viskoelastische Tests wie TEC-ROTEM spielen eigentlich eine untergeordnete Rolle, anders als in Europa. Also wenn wir diesen Weg verfolgen und gießkannenmäßig jedem blutenden Patienten transfundieren, dann haben wir prinzipiell 2 Möglichkeiten. Das wäre, wir verabreichen überhaupt
frisches Vollblut oder wir stoppeln uns das Blut, wir rekonstituieren das Blut zusammen in sogenannten Massiv-Transfusions-Packages mit den Red Blood Cells, dem Fresh Frozen Plasma und Platelet Concentrates. Fresh Whole Blood hat in der Kriegschirurgie, in der Kriegsnotfallmedizin ganz gut funktioniert. Das ist auch ein logistisches Problem. In unseren Breitengraden gibt es de facto kein Fresh Whole Blood aus vielerlei Gründen. Ist für uns in unserem zivilen Bereich de facto nicht anwendbar. Diese Massiv-Transfusion-Packages schon wird auch verwendet. Wir müssen allerdings wissen, dass wenn wir eine originale Blutspende hergeben, dann wird das Ganze prozessiert, wird aufgeteilt, es wird weiter verdünnt und wenn wir uns das wieder zusammenmischen, dann haben wir eigentlich eine Suppe, wo das Vollblut nur mehr 30 Hämatokrit hat, wo die Blättchen deutlich niedriger sind und auch die Gerinnungsfaktorenaktivität 65% ist. Wir haben uns das auch einmal extra angeschaut, gerade rezent, Blutbank Linz auch gemeinsam mit uns. Wir haben verschiedene Komponenten zusammengemischt. Bottomline ist, dass Sie mit bestimmten Faktoren und Tests, wenn Sie das zusammenmischen, an sich schon im pathologischen Bereich sind und jetzt wollen Sie das dem Patienten auch noch verabreichen. Wie wollen Sie Gerinnung damit therapieren? Und ganz wichtig, Fibrinogen spielt eine ganz große Rolle und da komme ich jetzt im zweiten Teil noch hin. Und die Fibrinogenwerte dieser Mischungen sind unter den empfohlenen Werten der europäischen Richtlinien bzw. der Traumarichtlinien. Was man auch wissen sollte, ist, wenn Sie wirklich den ausblutenden Patienten haben, und das hat Garrett aus Holland festgestellt, wenn Sie einen Approach folgen, dass Sie alles hineinschütten wollen, in 82% der Fälle schaffen Sie das gar nicht, vom Zeitmanagement her. Und die hatten nur eine Ratio von 2 Eris und einem Plasma zueinander. Was ist also jetzt die andere Perspektive? Die andere Perspektive ist zu sagen, ich mache eine gezielte Therapie, ich schaue nach, wo fehlt und therapiere dort. Es ist dieser Begriff Theragnostics, der in letzter Zeit geprägt wurde. Und jetzt sind wir wieder da bei den Gerinnungszutaten, die ich Ihnen am Anfang gesagt habe. Wir brauchen Platelets, wir brauchen Thrombingenerierung, wir brauchen Fibrinogen und wir brauchen Faktor 13. Thrombingenerierung im Trauma ist initial nicht das ganz große Problem. Sie können einen Patienten ziemlich viel Blut verlieren lassen und Thrombingenerierung wird nicht das Problem sein. Wir haben sogar unlängst jetzt eine Studie im Labor gemacht, selbst wenn Sie den Patienten 90%ig diluieren oder wenn Sie nur 1% Plasma in Kochsalz hineintun und genügend Fibrinogen dazu tun, kriegen Sie einen Klott, der funktionell ausreichend ist. Dunbar hat festgestellt, es ist sogar so, wenn Sie Plasma verdünnen oder letztlich auch den Patienten verdünnen, dann erhöhen sie sogar die Thrombingenerierung, weil sie die zum Beispiel Antithrombin auch mit verdünnen. Und er konnte auch zeigen, dass egal, ob die Patienten jetzt eine TSC hatten oder keine TSC hatten oder normale Volontäre, Thrombingenerierung gemessen wurde, das ist überall gleich. Wie schaut es mit den Blättchen aus? Wenn wir einen blutenden Patienten haben, dann scheint es so zu sein, dass die Blättchen initial zwar abfallen, aber dann können wir irgendwo Blättchen herholen. Wir haben Blättchenreservoire in der Milz, wir haben Blättchenreservoire letztlich im Knochenmark. Anders schaut es mit dem Fibrinogen aus. Wenn sie bluten, dann geht das Fibrinogen mehr oder weniger linear runter und je mehr sie verbrauchen, natürlich doch noch mehr. Und wir wissen, dass Fibrinogen der erste Gerinnungsfaktor in diesem ganzen komplexen System ist, der unter einen kritischen Wert fällt. Zum Faktor 13 wissen wir im Trauma fast gar nichts. Wir wissen aus dem perioperativen Setting, dass es aber doch relativ früh stattfinden kann, dass er unter den empfohlenen Schwellenwert von 60% fällt. Karim Brohi von London hat letztlich auch rezent gesagt und festgestellt, Fibrinogen ist zentral in der Trauma-Induced Coagulopathy. Und deswegen gehe ich jetzt ein bisschen aufs Fibrinogen näher ein. Die europäischen Richtlinien bzw. auch die Traumarichtlinien sagen, Fibrinogenkonzentration im Blut sollte 1,5 bis 2 Gramm pro Liter sein, also entsprechend den 150 bis 200 Milligramm pro Deziliter. Und wir haben uns überlegt, jetzt auch für den, muss man fast sagen, in Graz könnte man sagen, für den präklinischen Bereich, kann man eigentlich Fibrinogen abschätzen, wenn der Patient zu uns in den Schockraum kommt?
Wenn wir eine normale Gerinnung machen, dann nehmen wir Zitratblut ab, schicken das ins Labor. Nach 30, 40 Minuten bekommen wir einen Fibrinogenwert zurück und wissen dann, was der Patient vor 30, 40 Minuten gehabt hat. Wir haben uns überlegt, können wir an einfachen Parametern, wie zum Beispiel einer Blutgasanalyse, wo wir HB messen können, wo wir einen Base Access messen können, und wir haben für unsere Analyse auch die Verletzungsschwere mit hineingenommen, die ja mit einem Spiralschockraum-CT und einem guten Radiologen auch innerhalb der ersten 10 Minuten ungefähr abschätzbar ist, auch wenn der ISS natürlich ein Parameter ist, den man erst in 24 Stunden bestimmt. Aber die Verletzungsschwere wissen wir. Können wir aufgrund dieser Parameter irgendwie einen Hinweis darauf haben, was das Fibrinogen des Patienten sein könnte. Und wenn Sie das clustern, was man ja ganz gerne tut in der Forschung, dann können Sie sehen, dass ein Patient, der weniger als 10 HB hat und zu Ihnen in einen Schockraum kommt, ziemlich sicher und in über 75% der Fälle unterm Schwellenwert ist. Dasselbe gilt auch für den schockierten Patienten und für den schwer verletzten Patienten. Wir sind hergegangen und haben das in einer Analyse kombiniert. Sie können jetzt den Base Access und den HB kombinieren. Also ein Patient, der mit einem Base Access von minus 10 daherkommt und einem HB von 8 daherkommt, der hat in dem Fall jetzt eine 50%ige Chance in 50% der Fälle einen Wert von 67 und drunter. Wir haben das auch noch jetzt in Prozenten adjustiert. Wenn Sie zum Beispiel diesen Patienten haben, der einen Base Access von minus 6 bis 10 hat und einen HB von kleiner 8, ja, also da kann man sagen, 95% der Patienten sind unter diesem kritischen Level. Wir haben uns auch überlegt, können wir das schnell messen? In meinem Forschungslabor, wenn Sie mir ein Zitratblut bringen, kann ich Ihnen in 2 bis 3 Minuten den wahren Fibrinogenwert dieses Blutes sagen. Man kann auch im Vollblut Fibrinogen messen. Wäre eigentlich sogar die ehrlichere Messung, weil wir haben ja Blut bei uns im Gefäß fließen und nicht Plasma. Aber nichtsdestotrotz, internationaler Standard ist das Plasma-Fibrinogen. Ich kann es Ihnen im Vollblut bestimmen, und wenn ich das Hämatokrit adjustiere, bekomme ich also im Prinzip idente Werte wie im Plasma-Fibrinogen. Eine andere Möglichkeit, die immer mehr und mehr kommt, sind die viskoelastischen Tests. Die sind recht alt. Hartert hat das 1948 das erste Mal schon publiziert, und es ist lange Zeit in Vergessenheit geraten, und mit diesem Cell-Based Model of Coagulation von Hoffmann und Monroe vor 15 Jahren hat das wieder an Bedeutung gewonnen. Also die Technik ist auch sehr alt schon, und letztlich, was es weiterentwickelt wurde, ist, ich kann mit dem sehr gut Fibrin-Polymerisation messen, indem ich zum Beispiel die Blättchen ausschalte, bei diesem FIBTEM-Test im Rotem. Ich schalte die Blättchenfunktion oder den Blättchenanteil aus und habe die Fibrin-Polymerisation. Und dann kann ich bei einem schlechten, sage ich jetzt einmal allgemeinen Gerinnungsstatus sehr schnell feststellen, braucht dieser Patient eher Fibrinogen oder braucht dieser Patient eher Plättchen. Was auch ganz wichtig ist, und das haben uns die Tests gezeigt, dass dies ist ein Patient, der hat eine relative niedrige Fibrin-Polymerisation, das heißt, er hat auch eine verlängerte initiale Clotting-Time. Geben Sie diesem Patienten ausreichend Fibrinogen, verkürzen Sie damit auch die Clotting-Time. Also es zeigt einmal mehr die Wichtigkeit dieses finalen Substrates in der Gerinnung. Egal in welchem Schockraum oder Zentrum Sie arbeiten, Sie sollten ein Konzept haben, wie Sie mit bestimmten Diagnosen umgehen und dann zielgerichtet zu therapieren. Das wären jetzt so klassische Bilder einer normalen Gerinnung. Dieser Patient hat definitiv eine Fibrin-Polymerisationsstörung. Dieser Patient hat wahrscheinlich zu wenig Platelets. Das dürfte ein schwer schockierter, schwer ausgebluteter Patient sein, der einfach Fibrinogen, Plättchen und Thrombin generierende Maßnahmen braucht. Das ist das klassische Bild einer Hyperfibrinolyse, was wir aufgrund der vermehrten Tranexamsäuregabe so nicht mehr sehen. Wenn dieser Patient so zu Ihnen reinkommt, dann müssen Sie an der Gerinnung nichts tun. Dann sollten Sie sich eher schon überlegen, ob Sie diesen Patienten antikoagulieren. Es gibt neue Entwicklungen, wo alles vollautomatisch läuft. Das ist von Rotem, das Rotem Sigma mit einem Cartridge-System. Das ist von der Firma Hemonetics, das TEC 6S, auch mit einem Cartridge-System. Also da wird schon sehr benutzerfreundlich das so angeboten, dass man auch keine Laboranten und Laborantinnen mehr braucht, diese Maßnahme zu machen. Wo kann es hingehen? Ein kleiner Ausblick. Dietmar Fries von Innsbruck hat in den letzten Jahren die FINTIC-Studie initiiert. Und da hat man sich angeschaut, was ist, wenn man Fibrinogenkonzentrat prähospital gibt.
Das hat jetzt weniger die Ursache gehabt zu sagen, wir wollen das jetzt unbedingt prähospital schon geben, um den Patienten und Ärzten zu helfen, aber das Ziel war es, so früh wie möglich zu geben. Aber letztlich war es möglich, es logistisch unterzubringen, bei 60 Patienten das Fibrinogenkonzentrat, ich glaube in einer Dosierung von 4,5 Gramm zu geben und hat das gegen das Placebo verglichen. Die Daten sind jetzt, also die Studie als solches ist beendet, die Daten werden ausgewertet. Ich bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis dieser Studie. In Anlehnung an diese Studie haben wir uns überlegt, naja, wenn wir jetzt Fibrinogenkonzentrat präklinisch vielleicht geben werden, was ist, wenn wir in der Situation sind, eingeklemmter Patient, kein gescheiter Zugang, ich kriege keinen venösen Zugang, dann ist in der Traumatologie und in der Notfallmedizin allgemein es durchaus üblich, intraossäre Medikamente und Volumen zu geben. Wir haben uns das angeschaut, haben dieses ECIO-System verwendet, sind ins Tierexperiment gegangen und haben verglichen den Unterschied zwischen intraossärer Gabe und intravenöser Gabe vom Fibrinogenkonzentrat. Das war die Baseline, das war nach Dilution, also nach Ausbluten und Dilution, und das war nach Fibrinogenkonzentratgabe. Das, was Sie sehen, ist, es macht keinen Unterschied, ob Sie es intraossär oder intravenös geben. Wir haben uns das Ganze auch in der Histologie angeschaut, an diesen Knochen der Schweine. Sie sehen auch da keine Unterschiede. Man könnte also zukünftig als Therapieoption, das ist jetzt ein Tierexperiment, aber wenn das präklinisch eine Option einmal wird und ich keinen venösen Zugang habe, könnte man sich überlegen, vor allem in bestimmten Szenarien auch intraossär zu geben. Aber dazu braucht es natürlich noch klinische Studien. Die klinische Wertigkeit der Fibrinogensupplementierung möchte ich ein paar Sachen sagen. Smartphone ist heutzutage sehr üblich. Es gibt einen Kalkulator oder halt einen Rechner, den Sie sich runterladen können für beide Systeme. Da können Sie die Patientendaten eingeben und Sie können sich letztlich ausrechnen, wenn Sie sagen, Sie haben zum Beispiel 0,75 Gramm pro Liter bei dem Patientengrad und möchten auf 1,75 raufgehen, was brauchen Sie? Das ist eine internationale App, also es gibt auch Länder, die verwenden Cryoprecipitate, bei uns entweder Plasma- oder Fibrinogenkonzentration. Und letztlich, wenn Sie die Daten eingeben, dann sehen Sie zum Beispiel, dass Sie für diesen Wert, in dem Fall 3,4 Gramm Fibrinogenkonzentrat brauchen. Sie bräuchten 45 Units von Cryoprecipitate und mit Plasmatransfusion alleine werden Sie nie diesen Schwellenwert erreichen. Können wir bei Patienten, die bluten, nur Fibrinogenkonzentrat verwenden? Gibt es jetzt vor allem in unseren Breiten, wo wir ja wenig penetrierende Traumen haben, wo wir diese stumpfen Traumen haben, die einfach vor sich hin bluten und wo Gerinnungsmanagement extrem wichtig ist, auch aufgrund des hohen Gewebetraumas und dem viel größeren Verbrauch. Das ist ein Fall vom Herbert aus Schottland, Herbert Schöchel, Motorradfahrer, High Velocity Accident, Leberruptur, Thoraxtrauma, SAB, Wirbelsäulentrauma, Extremitätentrauma, ein ISS von 41, Patient kommt, also bekommt eine Laparotomie initial. Was Kollegen zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, ist, dass der Aspirin und Clopidogrel an Bord hatte. Das war letztlich das Anfangsrotem, Extem, Fibtem, Plättchen von 193.000. Der Patient hat vor sich hingeblutet, die Chirurgen haben versucht, das Ganze eben zu packen, zu stillen. Der Patient hat 4 Gramm Fibrinogen bekommen, die Plättchen sind weiter abgefallen. Der Patient hat weitere 8 Gramm bekommen. Er hat einen ausreichenden Fibrinpolymerisationsklot gehabt, eine ausreichende Amplitude. Die Plättchen waren 28.000. Was ich Ihnen sagen will, ist, dieser Patient hat nur Flüssigkeit im Bereich von 5 Litern bekommen. Eine Massivtransfusion von ungefähr 10 Erekonzentraten inklusive Zellsäuberblut, 12 Gramm Fibrinogen und hat in dieser Phase kein PPSB, keine Platelets und keine Plasmen bekommen. Es ist möglich. Wir haben gerade rezent auch publiziert, es ist egal, wie viel Fibrinogenkonzentrat Sie dem Patienten geben, ob Sie ihm nichts geben, ob er weniger oder mehr bekommt, das, was postoperativ passiert, das Fibrinogen, also die Fibrinogenkonzentration im Blut, steigt Ihnen immer an. Das ist ein Akutphasenprotein und Sie haben damit, also mit der Gabe von Fibrinogenkonzentrat, verändern Sie also nichts am postoperativen Verlauf. Es ist sogar so, dass die Patienten, die mehr geblutet haben, letztlich niedrigere Fibrinogenspiegel später haben.
Ganz kurz zu den Kosten. Giuseppe Nardi hat sich in Rom angeschaut. Im Prinzip ein Setting, sie hatten, bevor sie dieses Targeted, also diese zielgerichtete Therapie eingeführt haben, 400 Patienten angeschaut, sie haben es danach angeschaut. Letztlich hat es zu einer Reduktion der Kosten geführt. Also mit der Gabe, in dem Fall von Fibrinogenkonzentrat vor allem, ist natürlich die Ausgabe für diese Art der Produkte höher geworden. Sie haben auch eingerechnet die Tests, die mehr geworden sind, aber in Summe haben sie die Kosten deutlich reduziert. Die Studie war unterpowert, um eine Mortalitätsreduktion zu zeigen, aber tendenziell haben sie auch die Mortalität reduziert. Ja, also was ich Ihnen abschließend jetzt mitgeben wollte, ist, die Hyperfibrinolyse ist ja elementar in der Gerinnungsstörung beim Trauma und auch beim blutenden Patienten. Das Fibrinogen ist der erste Gerinnungsfaktor, der abfällt. Und Thrombingenerierung und Blättchen sind nicht das initiale Problem. Also vor allem auch draußen nicht, wenn wir es jetzt von der notfallmedizinischen Seite her betrachten. Und die zielgerichtete Therapie sollte in der Notfallmedizin auf alle Fälle Tranexamsäure beinhalten. In unseren Breiten spielt also grundsätzlich Fibrinogen-Supplementierung eine ganz große Rolle. Über Thrombingenerierungsassays, da müssen wir noch besser werden, das sage ich gleich. Und Platelets, da gibt es nicht mal allgemeine Empfehlungen, da gibt es Platelets-Empfehlungen für Schädel-Hirn-Trauma, wo man ein bisschen mit den Zahlen spielt. Aber wie Sie anhand des einen Beispiels gesehen haben, Sie können auch mit niedrigen Plättchenzahlen einen ausreichenden Clot haben. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, lieber Christoph, herzlichen Dank für deinen schönen Vortrag. In time und concise wie immer, auch gut verständlich, denke ich. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Keine, Christoph, dann fange ich nochmal an. Tranexamsäure. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das Pendulum nicht irgendwann wieder zurückkommen wird. Du hast selber gesagt, Hyperfibrinolyse, Inzidenzraten 2-7%. Und momentan sind wir eher dahingehend unterwegs, dass wir gießkannenartig Tranexamsäure insbesondere in der Prähospitalphase, aber auch im Krankenhaus selber geben. Gleichzeitig sollte es innerhalb des 3-Stunden-Fensters gegeben werden, weil es nach 3 Stunden teilweise möglicherweise gegenteilige Effekte hat. Über die Gründe mag man spekulieren. Mhm. Im Umkehrschluss bedeutet das, fast, wenn die Zahlen von 2-7% stimmen, über 90% Tranexamsäure ohne klare Indikation bekommen, mit möglicherweise einem Thrombogenrisiko. Die Frage, die sich stellt, ist, wenn man die Möglichkeit des Rothems hat, ob man nicht dann eher warten sollte, bis man das Resultat hat, bis man die Lyse sieht, beziehungsweise im Abtem siehst, kannst du ja den Effekt visualisieren. Es gibt, glaube ich, von TEM momentan auch die Bestrebung, Aprotinin durch Tranexamsäure gezielt zu ersetzen. Ob man nicht dann lieber warten sollte, man ist dann sicherlich immer noch im 3-Stunden-Fenster oder in der Regel und es eher gezielter einsetzen sollte. Weil wir auch nicht genau wissen. Also mein Bauchgefühl würde eher sagen, dass es vielleicht doch eher, und es sind Thrombosen auch unter Tranexamsäure beschrieben worden. Ja, Ad 1. Ich meine, grundsätzlich, ich weiß, die CRASH-Study ist sehr kontrovers, aber letztlich ist es eine riesengroße Studie an 20.000 Patienten gewesen und sie hat gezeigt, dass es eine sichere Substanz ist. Also es hat die Mortalität reduziert und es hat, glaube ich, in der Tranexamsäure-Gruppe waren jetzt auch nicht mehr thromboembolische Ereignisse. Also ich glaube, das an sich ist mal sehr sicher. Ich denke natürlich auch, wir sollten es den blutenden Patienten geben. Das ist ganz klar. Die Rolle vom Rotem, ja natürlich, wir sehen fulminante Hyperfibrinolysen. Die eine Study von Brian Cotton hat gezeigt, wir sehen es bei der Lyseindex nach 30 Minuten, 7,5% spielt schon eine Rolle. Michael Chapman von Denver, die sehen das schon bei 3%. Die sind ein bisschen zurückhaltender, das ist richtig. Aber ich glaube, wenn der Patient massiv blutet, würde ich nicht darauf warten und wir sehen nicht alle Hyperfibrinolysen im Rotem. Das muss man auch klipp und klar sagen, gibt es von London, vom Imran Rasa eine gute Studie, die das letztlich zeigt. Wie viel? 1 Gramm, 2 Gramm?
Also ich würde jetzt beim massiv blutenden Patienten draußen 2 Gramm geben. Und eins muss man auch sagen, ich arbeite in einem orthopädisch-unfallchirurgischen Krankenhaus und es gibt klare Empfehlungen jetzt für, im Prinzip bevor der Patient überhaupt noch blutet, für die Hüftprothesen, für die Knieprothesen, Tranexamsäure sogar vorab geben zu können. Also das ist in den perioperativen Bleeding Guidelines drinnen. Tranexamsäure hat noch andere spannende Effekte, muss man auch dazu sagen. Ja. Die wir noch nicht wissen oder noch nicht kennen. Bitte eine Frage hier vorne. Ich würde das absolut gerne bestätigen. Ich glaube, das Wichtige ist der Zeitfaktor. Man soll es möglichst schnell geben. Und ich brauche nicht einmal einen Gascheck beim polytraumatisierten Patienten. Ich brauche ihm nur einen Venfon-legen und ich sehe, was mit seiner Gerinnung los ist, weil es tropft schon fleißig daneben. Und ich kann das auch nur bestätigen, wir verwenden es auch im orthopädischen Setting. Bei Knieprothesen, Hüftprothesen, wir haben nie irgendwann ein thromboembolisches Geschehen gehabt. Sind natürlich vorsichtig bei Damen und Herren, die Stents haben, das ist vollkommen klar, das ist nicht die Frage. Und Cyclocarbon ist auch Mittel der ersten Wahl, wenn wir eine schwere peripatale Blutung haben. Also ich habe da auch keine negativen Erfahrungen damit. Ja. Also ich glaube auch, wenn wir jetzt wirklich einen Patienten haben, der blutet, dann würde ich es in jedem Fall geben. Gießkannenmäßig ist es jetzt jedem Traumapatienten zu geben, halte ich jetzt auch nicht für sinnvoll. Gibt es sonst noch Fragen? Are there any questions maybe in English? Or do you have a question? I can speak English. Yeah. So how was the translation? I'll be the token English guy. Yeah. So I thought that was a really good talk, taking a really complicated topic and making it understandable. My question for you would be, Christoph, heaven forbid, but if something happened to you when you were bleeding and cost wasn't an issue, what treatment would you like as regard blood, blood products, TXA, cryoprecipitate, fibrinogen? Which of these would you like and how would you like it to happen for you? Well, I thought it was pretty clear. You please put me on, if I have the polytrauma outside the street and I'm bleeding heavily, please give me tranexamic acid, load me with fibrinogen concentrate. Please wait with thrombin generation things and also platelets. It is possible to have like massive transfusion with 10 red blood cells without doing any of the other And so would you want blood transfused pre-hospital? No. So what volume replacement would you use in trauma pre-hospital? Well, I personally only stick to crystalloids, especially in a pre-hospital setting. Okay. If I can't stop the bleeding, then it's like, yeah, load and play. And I use little volumes. And sometimes I don't have it on the helicopter. In my emergency room, I use gelatin if I do have to. Okay. I do not use starches anymore. Interesting. Christoph, sollten Schädel-Hirn-Trauma-Patienten anders behandelt werden? Well, ich meine, Schädel-Hirn-Trauma-Patienten, im Prinzip ist es ähnlich, bei den Schädel-Hirn-Trauma-Patienten ist es so, dass da gibt es die Richtlinie für, sagen wir mal, Plättchen sollten über 100.000 sein. Da gibt es klare Richtlinien. Wenn man es an den Zahlen festmacht, ja, da würde man eher frühzeitig Plättchen geben. Ich war etwas irritiert. Genau, ich war nämlich etwas irritiert bei dem Case Report, dass ihr keine Plättchen gegeben habt. Es war ausreichende Gerinnung. 78 und dann 28 und die Guidelines sagen schon 50, bei den Schädelhirntraumern eher 70. Bei den Schädelhirntraumern ja, aber für die allgemeine Blutung gibt es keine Empfehlung für Plättchen sogar, soweit ich weiß. Nochmal. Entschuldigung, da gibt es aber keine Studie darüber beim Schädelhirntrauma, das ist eine reine Expertenmeinung. Und wenn wir jetzt da zurückgehen, dann nehme ich das Rotem bitte. Wenn ich Thrombozyten von, sagen wir, 90.000 habe und aber ein normales oder wahrscheinlich schon gesteigertes Fibrinogen aufgrund der Kut-Phasen-Protein-Situation. Das Schädelhirntrauma blutet nicht weiter, weil es unter 100.000 Thrombos ist. Ganz das wollte ich ja mit diesem Case Report letztlich auch sagen. Der hatte 28.000 Blättchen. Sie können eine Blättchendefizienz sogar mit Fibrinogen kompensieren. Das hat auch dieser Case Report gezeigt und das ist auch unsere Erfahrung. Ja, noch weitere Fragen? Trauen Sie sich. Wer benutzt denn Tranexamsäure? Auch prähospital? Okay.